Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte dir in diesem Video zeigen, wie du bei Google Drive mit Tabellen arbeiten kannst, wie du Tabellenteile markieren kannst, sie formatieren kannst dann auch, wie du Einzelschritte rückgängig machen kannst, wie du mehrere Tabellenteile markieren kannst und wie du Inhalte verändern und auch Werte, die sich in diesen Zellen befinden, dann löschen kannst. Fangen wir gleich einmal an. Wir haben das ja zum Teil schon verwendet. Zum Beispiel beim Ausdruck, wenn ich einen Teil eine Zelle markiere und die gedrückte linke Maustaste dann behalte, kann ich hier einen größeren Bereich markieren. Was man nochmal kann, ist zum Beispiel, dass man unabhängige Bereiche voneinander markieren kann. Wenn ich hier bei einem hineinklicke und die Steuerungstaste gedrückt lasse, kann ich dann bei gedrückter Steuerungstaste dann auch noch weitere Zellen wieder aussuchen, die auch voneinander getrennt sind. Ich habe jetzt hier also mehrere Bereiche voneinander getrennt und könnte jetzt hier zum Beispiel dann eine dementsprechende Formatierung vornehmen. Das heißt, der ausgewählte Bereich wird dann fett formatiert und zum Beispiel auch kursiv. Wie gesagt, diese unterschiedlichen Tabellenteile kann ich dann markieren, wenn ich die Steuerungstaste gedrückt lasse. Dann geht es natürlich auch darum, dass ich die Inhalte, die ich schon eingefügt habe, auch verändern kann. Hier oben habe ich zum Beispiel Kostenaufstellung schon einmal eingegeben. Das erscheint dann ja auch hier dann wiederum. Das kann ich dann verändern, indem ich dann entweder hier hineingehe und einen Doppelklick zum Beispiel mache. Ich könnte dann hier zum Beispiel das ausbessern. Ich schreibe dann statt Kostenaufstellung zum Beispiel Kostenübersicht. Man sieht, es wird auch hier oben eingetragen. Und ich kann das dann anders machen. Ich wähle es aus und gebe dann hier oben dann direkt diese Änderung dann. Sollte richtig tippen. Gibt dann hier diese Änderung dann ein. Darüber hinaus kann ich natürlich dann auch Werte löschen. Wählen wir dann einen aus zum Beispiel, klicke dann, also drücke dann die Entfernen-Taste zum Beispiel, kann das dann rückgängig machen hier. Oder ich könnte auch hierher gehen, wenn wir schon beim Löschen waren, und könnte jetzt hier zum Beispiel Werte löschen mir dann vornehmen. Und kann das dann auch wieder herstellen. Mehr dann im nächsten Video.